Hallihallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum brandneuen Part von DuckTales. Woohoo! Ja, im letzten Part haben wir die Minen platt gemacht. Ganz knapp, um genau zu sein. Wir wären beinahe gestorben gewesen. Was heißt immer wir? Ich eigentlich. Ich spiele doch hier und nicht wir. Also, ihr guckt zu, aber... ihr guckt zu. Na egal. Wie gesagt, wir haben die Minen im letzten Part fertig gemacht. Wir haben den König platt gemacht. Und ja, jetzt ist eigentlich unsere nächste Reise eigentlich was ganz Besonderes. Denn wir fliegen dieses Mal... zum Himalaya-Gebirge. Das Himalaya-Gebirge ist nicht so eins meiner Lieblingslevel, weil das ist ein bisschen stressig und so weiter, weil halt da viele... ist halt eine Eiswelt und da kommen halt voll viele Böcke und Hasen und ja, Wesen, die eigentlich voll auf dem Himalaya leben. Mhm, alles klar. Wir wollen losreisen mit Quack, dem Bruchpiloten. Juhu! Huhu! Pack my Parker, Duckworth. We're headed for the Himalayas to hunt for the lost crown of Genghis Khan. Shall I forward your call, sir? Gee, can I come, Uncle Scrooge? Nein, Nikki, du darfst nicht mitkommen. Och, not this time, Libby, darling. I need you here looking after the boys. Otherwise, who knows what kind of trouble they might get into. Oh, that's very smart. Uncle Scrooge! Indulge me, lads. The last thing this expedition needs is a wee lass about. Ach, I'm gonna have enough trouble looking after the launch pad. Er hat schon genug damit zu tun, auf Quack aufzupassen, wie geil. Ah, cool. Aber Quack ist sowieso der Beste, oder? Der war in DuckTales genial, der war in Darkwing Duck genial und so weiter. Einfach nur cool. Ich hab den voll gemacht. Was ist das denn? Eine Ente, die Schlittschuh läuft. Alles klar. Gut, ich hab heute genug gesehen. Tschüss. Nein. Launchpad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McTee, I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Ugh, we're nowhere near Shadow Pass and the Lost Crown. Now fix this wreck so we can get airborne and step on it, lad. I'm paying you by the hour, and I'll may have you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie daisy! Hoppla! Oops! No. My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure, I do. But it's back in Duckburg. Launchpad! Don't worry, Mr. McDee. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay, you're the boss. Na gut, Sie sind der Boss. Und mit dem Schraubenschlüssel ganz locker. Nein, was macht die denn hier? Habt ihr gesehen, da war Nikki. Und sag ich doch, Hasen. Das Blöde ist hier bei dem Himalaya ist jetzt, dass wir mit unserem Pogo-Stick nicht rumspringen können, weil, passt auf, ich zeig euch nochmal, zack. Wir landen sofort im Schnee. Und das ist natürlich ein bisschen blöde jetzt gegen die Gegner hier. Also wir müssen jetzt Folgendes machen. Zack. Habt ihr gesehen? Wir können ja nicht so auf die raufspringen, sondern immer... Ah! Zack. So. Bei zwei Hasen schon zwei Leben verloren. Aber Quack ist doch auch der Geilste, oder? Wirklich. Kommt hier hin, verliert das wichtigste Stück eigentlich in dieser ganzen Expedition. Und, ja... sagt dann, ja, ich hab noch eins. Aber das ist in Entenhausen. Nee, aber, wusstet ihr eigentlich, dass, Darkwing Duck spielt eigentlich so halt, genau nach, nach DuckTales und so weiter. Und, ich glaube, Dagobert hat einfach Quack Urlaub gegeben. War das nicht so gewesen? Dass sie ihm dann Urlaub gegeben hat und so weiter. Und deswegen ist er dann, nach St. Erpelsburg gegangen. Ich glaube, so war das gewesen. Aber fand ich echt cool damals, wo ich habe ja vorher immer nur DuckTales geguckt. Und dann habe ich dann irgendwann Darkwing Duck und dann habe ich gesehen, oh, Quack ist ja dabei, cool. Wie cool ist das denn und so, weil Quack ist sowieso einer meiner absoluten Lieblingsfiguren im Entenhausen, weil der einfach nur, ihr habt ja gesehen, der ist einfach nur tollpatsch. Ah, hier ist das Ding. Nein! Here now, don't touch that. I need it to fix my plane. Stop! Nicht nur das, der Rubin! Der Rubin! Too late. Those bunny bandits have torn it apart.
I've got to find those pieces fast. Gut, okay, okay. Also, ein paar Hasen haben unser Ding hier geklaut. Das ist nicht sehr nett. Und ich hätte beinahe den Rubin verloren. Das ist noch schlimmer, weil als ein komisches Ding. Ich sag mal, Rubine findet man nicht immer. Dieses Ding kann man einfach irgendwie bei eBay kaufen. Oder sonst irgendwo. Hier geht's doch rein, warte mal. Da geht's rein! Hä, da geht's doch rein. Da geht's rein. Das sieht man voll. Da geht's doch... Nee, da geht's nicht rein. Warum geht's da nicht rein? Das war jetzt fies, weil der... Wäre bestimmt jetzt noch ein Herzteil gewesen oder sowas, weil ich brauche unbedingt noch ein paar Herzen. Alle klar, blaue Spinnen. Da ist es! Jawohl! Wir haben 7 Herzen. Das Geile ist, wir haben fast alle Herzen. Es gibt, glaube ich, insgesamt ja 8 Herzen oder sowas, die man kriegen kann. Zack, Spinne down. Spider down, Spider down. Wir haben die Spinne down gemacht. So. Hase, du hast doch bestimmt das, was ich will, oder? Nee, hat er nicht. Oh. Wow! Ich mach das nur mit meinem Pogo-Stick, nicht du mit deinem komischen... ich wollte gerade Golfschläger sagen, aber so ein Eishockeyschläger. Alles klar. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Nein, hier ist nichts mehr. Warte, jetzt mache ich das auch mal. Boom! Das hat nicht viel gebracht gerade. Hier noch was? Vor! Das kann ich doch kaputt machen, oder? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich finde das wirklich ein bisschen blöde, dass er nicht einfach so auf die raufspringen kann, sondern muss echt immer mit dem Pogo-Stick raufspringen. Aber, naja. Man muss aber dazu mal sagen, eigentlich, dass Dagobert eigentlich extrem mutig ist, oder? Oh, wir haben das erste Teil. Das hat er von mir geklaut. Das mache ich doch immer nur mit meinen Dingern. Oh, da oben ist was. Mist, da oben ist nichts. Oh, ist das fies. Es sah so aus, ob da irgendwas richtig Geiles versteckt wäre. Aus da. Schön erwischt. Aber was? Aber warum klauen eigentlich die Hasen? Das ist nicht essbar oder sonst irgendwas, aber die Hasen denken bestimmt, oh, da kann man bestimmt essen. Da wollte ich. Ich wollte noch oben bleiben. Da sind doch bestimmt noch ein paar Trecher. Haha, ich war schneller. Komm runter. Natürlich ist das jetzt, ihr wundert euch bestimmt so, hä? Warte mal, der hatte doch im letzten Partner noch 0 Leben. Was ist denn passiert? Hat er wer gecheatet? Nö, ich habe einfach das Spiel wieder neu angemacht. Dann ist nein! So viel zum Thema. Der hat ja 2 Leben. Ja, klar. Jetzt habe ich nur noch 1. Mann! Zack! Der war schuld. Nee, meine Gier nach Edelstein hat mich jetzt in den Tod geworfen. Komm runter da. Nee, lieber nicht nochmal. Das ist eigentlich auch eine fiese Stelle hier, weil die Spinnen, die können einen richtig schön runterhauen. Zack, weg mit dir. Das sieht doch voll aus, ob man schießen kann. Egal. Yay, wieder ein Edelstein. Und hier sind noch welche. Juhu, noch mehr. Naja, nicht wirklich Geld eigentlich, war das eher... Wirklich nur wieder mal ein Eis. Ein Eischlecken. Nom, 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 nom. Alles klar, was haben wir hier? Ah, Edelsteine. Rubine. Rubine. So. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Ich mache euch alle platt hier. Hier ist doch bestimmt was versteckt, warte mal. Wird mal kaputt, das machen wir kaputt und das machen wir kaputt und jetzt schießen wir den mal dahin. Mist! Genau, ich werde in die andere Richtung. Ist nicht mehr. Warte, ich spring mal hier runter. Mist, nee, ey. Manchmal ist es, das Fiese ist manchmal daran, dass wenn ihr von irgendwo ganz unten runterspringt, dann könnte da irgendwas versteckt sein oder sonst irgendwas. Das ist manchmal das Fiese an diesem Game. Nein, die Spinne ist mir jetzt egal. So, ist hier noch was? Jawohl, noch ein Rubin, noch ein roter Edelstein. Sehr schön. Ah, jetzt komme ich wieder ganz unten, wa? Hä? Ein Panzerknacker? Macht ein Panzerknacker hier. Kann man den nicht mal Sprung mit? Jawohl. Schöne Ding hier. Ein Böckchen. Wusstet ihr eigentlich, dass ich ein Steinbock bin? Ja, vom Geburts-, also vom Sternzeichen bin ich der Steinbock. Richtig cool.
Was war das nochmal? Steinböcke sind irgendwie edel und so weiter oder irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mehr, was genau die Bedeutung von jedem einzelnen war und so weiter. Weiß ich echt nicht mehr. Vielleicht wisst ihr das ja, was bedeutet und so weiter. So, wo sind wir denn jetzt? Ah! Eine Abkürzung zu Quack. Cool. Und der ist am Schuften. Hat's aber wieder hingekriegt. Was ich aber sowieso voll cool finde, weil Quack einfach nur... Der stürzt überall ab. Will wonders never cease? Launchpad, that crate looks almost airworthy. Don't crack up, which you can't fix up, I always say. Any luck finding that fuel regulator? Ach, no. Some wee beasties ran off with it in pieces. They've got to be down there somewhere. All right, but I'm gonna need it before I can finish any more repairs. Is there not something else to keep you busy while you wait? Nope. Good. Enjoy the downtime, then. Gee, thanks, boss. Because I'm docking your pay till I get back. Gee, thanks. Alter, wie fies. Wie fies. Warum, wie fies ist das denn? Warum? Warum wird auf einmal sein Lohn gekürzt? Weil er jetzt Freizeit hat, oder was? Ach ja, doch, ja, stimmt. Er hat ja gesagt, er wird nach Stunden bezahlt. Überstunden bezahlt er ihm nicht und so weiter. Quack sozusagen jetzt Pause, weil wir ihm das Ding nicht reparieren konnten, wenn wir die Dinger noch nicht haben. Boah, ist das fies, Alter. Aber da sieht man mal, wie geldgeil Dagobert ist. Oh, noch mehr Geld! Noch mehr Geld! Noch mehr Geld! Edelsteine. Weißt du, Dagobert hat jetzt eine riesen Mine voll mit Geld und so weiter und trotzdem will er mehr haben. Eine geldgeile Sau ist das, ey. Oh, noch mehr ein paar Edelsteine. Ui. Der ist schön. Bis da oben komme ich natürlich nicht hin. Das ist fies, weil hier könnten voll geile versteckte Dinger sein. Aber da kommt man nicht ran. Ah, ich falle! It's a diamond beside Mrs. Wiggly. Frieda! Ah, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt runter. Noch weiter runter. Wir waren ja schon ein Stockwerk unten. Jetzt müssen wir noch eins weiter. Alles klar. Zack, da hinten war das Herzteil gewesen. Das brauchen wir nicht mehr. Ah, du blöder Hase. Haha. Wieso drehst du denn noch deinen Hockeyschläger? Ich bin schneller mit meinem Gehstock. Home run! Ich finde die Sprüche voll cool. So, der kleine Hase geht jetzt dahin, so, und tschüss, weg. Zack. Home run. Weg da, du. Blöder Eishockey-Schläger-Typ wieder. Zack, Spinner und... Blöder Hase. So, und abwärts. Juhu. Hui. Oh, warte mal, hier sind auch nochmal ein paar Schätze. Wie kann ich die denn... Wie kriege ich die kaputt? Oh, wie hieß denn? Das ist Bubba! Bubba! Wie kriege ich die gerettet? Ach so. Dagolad! Dagolad! Für immer. I could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Bubba? Ooga, ooga. In that case, follow me, lad. Ach ja, ich kann mich erinnern. Nein, lass es. Ich kann mich erinnern, Bubba fand ich, gab's ja auch, glaube ich, in der zweiten Staffel von DuckTales. Und da fand ich Bubba irgendwie voll langweilig. Also ich fand ihn nicht so toll. War extrem langweilig. Oh, nein! Boah! Das war knapp, weil sonst wärst du da nicht mal angekommen. Uga Buga! Komm runter. Noch ein Rubin, noch ein Edelstein. Uga Buga! So, den hier bitte. Ein Treasure! Also, wir müssen ein bisschen beeilen wieder. Zack, zack und... Ja, voll die Wand. Nein!
Mach mal kaputt. Kannst du es auch kaputt machen? Nee, kannst du nicht. Okay. This is the end of the line, Bubba. It's time for you to head to the surface. Bubba home with Scrooge? Aye. Launch pad is waiting to take you home to Duckburg. On your way now. Bubba nach Entenhausen gehen? Ja, wir gehen nach Entenhausen und Quack ist auch dabei. Er wird sich freuen. Er fliegt dich auf jeden Fall zurück. Haha, Edelstein. Ja toll, jetzt hab ich zwei Idioten mit. Jetzt hab ich Quack und Bubba. Der hat auch nicht das Ding, was ich suche. Ui, ja, ui. Hat der das Ding? Ich glaube, es bestand ja aus drei Dingern. So, Nummer zwei. The second piece of the fuel regulator. One more piece to find and we can get out of this overgrown icebox. Diesen überdimensionalen Eisschrank. Ja, alles klar. So, oh ja, ne. Diamond. Ist noch was drin? Nee, hier ist nichts mehr. So, jetzt sind wir wieder hier. Wo sind wir denn jetzt? Warte mal, waren wir nicht schon mal? Ach, hier sind wir jetzt. Alles klar, gut, dann muss ich mal gucken. Jetzt muss ich endlich wieder zurück, oder? Komm mal hier runter, da. Nochmal. Zack. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt muss endlich noch ein runter. Warte mal, ich muss ja noch... Ja, ich muss noch mal runter, alles klar. Gut, und runter geht's. Jetzt muss ich auf die rechte Seite. Ich bin vorher links gegangen, jetzt muss ich rechts lang. Hui. Zack. Weg da, runter da. Oder Eiskristall. Nee, die Eis... Ja, alles klar. Eissplitter. Eiszapfen. Eiszapfen heißt das, nicht Eissplitter. Komm ich auf Eissplitter? Juhu! Der letzte. Alles klar. Look at the ducks. The last one. Now to get this fuel regulator back to launch pad. Sehr gut. Da haben wir den. Jetzt können wir hier raus. Kann ich dir wegschießen? So. Kommst du runter? Nö, kommst du nicht. Mit. Hase. Mein Name ist Hase. Boah. Das war knapp. Beinahe runtergefallen. So, komm mal runter da. Komm runter. Zack. Und tot ist die Sau. Weg da, Bunny. Wow. Beinahe rübergerutscht. Und zack. Nochmal ein bisschen hier was gucken. Was ist hier drin? Was ist da drin? Oh, Diamond. Noch mehr Diamanten. Wir sind fast, ey, cool, wir sind fast schon wieder bei, 2 Millionen. Das ist sehr, sehr gut. Ey, wo bin ich denn jetzt? Ach, hier war das Herz da, alles klar, gut. Okay, dann können wir jetzt eigentlich zu Quack. Wir haben alles, was wir brauchen. Auf zu Quack, dem Bruchpiloten. Weg da. Ach, da komme ich jetzt auch wieder nicht hoch. Das ist die andere Seite. Schönes Hasenviech. Hä? Komm ich hier nicht hoch zurück? Komm ich hier nicht zurück? Ach so, ja. Alles klar. Alles klar. Ich muss jetzt den beschwerlichen Weg gehen. Alles klar. Gut, dann müssen wir jetzt da lang. Weg da. Mal runter da. Das Fiese ist echt, die ganzen Gegner kommen ja immer wieder und die können euch eigentlich, wenn ihr nicht aufpasst, könnt ihr euch ganz schnell töten. Das ist immer ein bisschen fies bei dem Spiel hier, aber sonst, ich finde das Spiel cool gemacht. Das ist einfach nur richtig cool, hat einen schönen Charme und so weiter. Und halt auch die Dialoge sind richtig cool. Schade, dass es keine deutsche Synchro gibt. Das hätte ich noch echt gefeiert. Aber das Problem ist ja, der deutsche Sprecher von Dagobert Duck, also den man kennt, der aus DuckTales, der ist ja leider verstorben. Der ist ja schon von uns gegangen. Den habe ich immer voll gemocht. Es gibt so viele Sprecher, die ich sowieso voll gerne habe. Alter, ich bin fast schon wieder tot. Mal runter, bitte. Buckenbill. So, jetzt aber hoch hier. Komm, jetzt will ich endlich wieder zurück. Ja, wir sind auf dem Weg zurück. Ich muss auch sagen, ich finde den Himalaya hier echt am schwersten. Das ist eines der schwersten Level. Also der letzte Teil, also der Mond, der den geilsten Soundtrack ever hat, der ist eigentlich sehr, sehr leicht.
Der ist echt einfach. Der ist überhaupt nicht schwer oder sonst irgendwas. Aber der ist echt. Der ist echt sauschwer. Weil du darfst halt nirgendwo irgendwie. Du darfst ja deinen Pogo nicht die ganze Zeit. Oh, geil, das habe ich jetzt gebraucht. Oh, ich bin gerettet. Du darfst ja hier nicht die ganze Zeit mit dem Pogo-Stick rumlaufen, was du in den anderen Welten kannst. Hier musst du echt die ganze Zeit aufpassen. So. Eine Sache machen wir noch ganz schnell. Oh, guck mal! Boba wollte es vernichten. Nee, doch nicht, sie freut sich nur. Ich dachte schon, die wollte ihr, die haut jetzt da mit der Keule rauf. Hallo Quark, ich hab was für dich. Here you go, Launchpad. Good as new. Now get this bucket of bolts back in the sky. Just a tick, Mr. McD. This order. Do it. Now there's your problem. Webbergale. Nikki! What in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Uncle Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you and Launchpad. But I can help, Uncle Scrooge. You're not like the boys, are you? You don't think I'm just a worthless tag-along, do you? We're ready for liftoff, Mr. McD. Ah, not a moment too soon. Strap in tight, Webby dear. Du denkst doch nicht, dass ich dich störe. Nein, nein. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell. Not a cloud in sight. Launchpad, knock off that infernal chatter. Gee whiz, I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the plane. Feels like she's lost maneuverability with all the unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McD. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Oh, McMoney sagt, ich glaub's nicht. Nice to see you, Mac. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot? Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat. Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. Launch pad! Na, Quack, ey. Musstest du denen das sagen? So, Freunde, wir kommen zum nächsten Endboss-Fight, nämlich gegen McMoney, sag. Der Panzerknacker fliegt erstmal voll in die Luft. So. Zurück zum Amtssender. Ja, ja, McMoney sagt, das ist der ewige Rivale von Dagobert. Der ist die zweitreichste Ente der Welt. Und wie ihr seht, ist der, glaube ich, Schotte. Ja, er ist Schotte. Nur Schotten tragen so eine Sachen. Du blöder Panzerknacker, du gehst jetzt mal weg. Und tschüss, mein Freund. So, aber wir machen im nächsten Part weiter, liebe Freunde. Macht's gut, bis dahin. Chill mit Öl, reingehauen, vorbeischauen. Und ja, ihr seht richtig, wir haben eine Karte. Aber die wird, glaube ich, dann im Mond sehr wichtig werden. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao mit Öl, reingehauen. Tschüss mit Öl.